Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play zu The Crew Motorfest auf Hawaii von und mit mir Gentleman MG. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Ich würde sagen, wir gehen direkt rüber nach Hawaii. Let's go! Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder und schauen mal, was denn heute so vor uns liegt. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wie gesagt, wenn euch der Content gefällt, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, ein Like unter dem Video. Das ist total wichtig. Wir gucken einfach mal. Wir hatten hier, da wollte ich gar nicht hin. Genau, wir hatten ja beim letzten Mal, in der letzten Episode, also vorhin ist das ja, ne, beim Aufnehmen, das hier gemacht, nachdem wir das Auto ein bisschen getuned hatten. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal hier direkt das nächste Summit Contest Rennen an und gucken uns mal diese Kiste an hier. So. Auch der ist natürlich, genau, hier haben wir das gleiche in grün, ihr erinnert euch noch, ne? Dass wir da ein Auto ohne jegliche Tuning- und Aufrüstteile hatten. Das gleiche haben wir hier also in grün. Ja, wir gucken einfach mal, das heißt, wir starten direkt mal rein und schauen uns das Rennen mal an. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut, ich hoffe, ihr habt Spaß auf Hawaii. Und wie gesagt, lasst mir gerne mal ein Feedback da, ob ihr denn noch aktiv seid, wie aktiv ihr seid, was ihr so macht, wie weit, was ihr schon alles abgeschlossen habt auf Hawaii und. Ja, ich bin da super interessiert daran und freue mich über jedes Feedback von euch, Leute, ja? Also lasst mir da sehr, sehr gerne mal ein paar Kommentare da. Freue ich mich sehr darüber, ja? So, wie gesagt, ich selbst habe ja, also am Kontrollpunkt vorbeigerutscht. Ja, das ist extrem ärgerlich. Playlisten, so haben wir natürlich alle schon abgeschlossen. Boah, die Karre hat ja mal null Kontrolle, ey. Leute, das ist ja genau so eine Schruppe wie in der letzten Episode, als wir dann erstmal wieder ein paar Tuning-Teile farmen mussten. Das ist ja eine Katastrophe, die Karre hier. Nee. Ja, also es geht jetzt wirklich nur noch darum, die Zusatzaufgaben ein paar abzuarbeiten bei den Playlists. Ja, es fehlen noch ein paar wenige Sammelteile. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie viele. Ich würde jetzt einfach mal so aus dem Kopf schätzen, ohne wirklich vorher geguckt zu haben, dass ich mindestens 95%, wenn nicht sogar noch mehr, aller Sammlungsteile bereits eingesammelt habe. Es sind wirklich nur noch einige wenige. Zwei davon habe ich überhaupt keine Ahnung bisher, wie ich die denn sammeln soll. Ich habe auch noch nicht geschaut, ob es da irgendwie ein Video gibt, ob irgendjemand da eine Idee hat oder das weiß oder zeigt oder was auch immer. Vielleicht schauen wir uns das einfach mal in einer anderen Episode einfach zusammen an. Denn ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich nicht der Einzige auf der Welt bin, der mit genau den gleichen zwei Sammelteilen ein massives Problem hat, die zu sammeln. Ja, das ist tatsächlich... Also Leute, ihr merkt schon, das ist hier komplett für die Füße mit der Karre. Das ist tatsächlich eine gute Idee, wo wir dann einfach mal eine Episode dazu machen werden. Ne? Das muss ich mir mal aufschreiben. So. Aber nichtsdestotrotz, jetzt schauen wir erstmal, also ihr merkt hier, komme ich auf überhaupt keinen grünen Zweig. Das ist komplett witzlos, chancenlos mit dieser Karre. Wir müssen da tatsächlich ein bisschen was reinhängen an Tuning-Teilen. Ja, natürlich weit entfernt von der Top 3. Leider. Wir machen mal fortfahren und ich würde sagen, wir gehen tatsächlich mal hier raus, ja. Melde dich einfach. Ja, ich melde mich, sobald ich deine Hilfe benötige. Und wir holen uns auch hier einfach mal
so 5 bis 10 Tuning-Teile, meine Lieben. Was denkt ihr dazu? Ihr erinnert euch, in der letzten Episode haben wir das gleiche gemacht und ich habe euch damit demonstriert, dass genau diese paar Teile den entscheidenden Unterschied machen können. Ja, das heißt, wir versuchen jetzt genau das gleiche mit diesem Wagen. Auf und gucken mal, dass wir da ein paar Teile farmen, die uns weiterbringen. So, 440, wir drücken auf die Rückspultaste. Auch dazu gerne, würde ich gerne mal ein paar Feedbacks bekommen. Hat denn der ein oder andere von euch das zwischenzeitlich mal probiert von der letzten Episode? Und erfolgreich? Ja, nein, klappt das bei euch? Wie effizient findet ihr das? Also gerne mal Feedback, ja. Immer her damit, ihr Lieben. So, zweimal. Wir machen es nochmal, natürlich. Das war jetzt Durchgang Nummer 2. 3. Ihr seht schon wieder, erhaltene Belohnungen. So, das ist der dritte Durchgang. Immer aufpassen auf KI-Verkehr, die können euch rammen, ja. Ihr wisst das. So, und wir gehen wieder zurück. Und Durchgang Nummer 4. Wir erreichen auch diesmal wieder die 440 Meter, selbstverständlich. Wiederholung. Und Durchgang Nummer 5. Ich denke, auch diesmal machen wir einfach wieder so 10 Stück. Das reicht. Ich will das ja nicht zu lange in die Länge ziehen oder euch langweilen, sondern es geht ja eher darum, hier Wege aufzuzeigen, die auch für den 0815 Normalo-Spieler problemlos umsetzbar sind und zum Erfolg führen. So, zurück mit dir. Ich schaue noch mal ganz kurz in die Tasse, wie spät das ist. Und ihr Leute, denen euch mein Content gefällt, bitte lasst mir ein Like da, drückt mir auf den Daumen nach oben, haut mir auf die Glocke, lasst mir auch sehr gerne ein Abo da, damit ihr über neue Episoden direkt informiert werdet und nichts verpasst, ja. Und auch gerne mal Kommentare unter dem Video. Auch darüber freue ich mich sehr. Ja, so, komm, einmal machen wir noch. Einer geht noch. Einen machen wir noch. Ich meine, es zwar keine 10, aber 8 sind auch gut. Wir schauen einfach mal, was wir denn bekommen haben dann an Teilen, ja? So, lasst uns mal reinschauen, Leute. Und zurück und einmal auf die Bremse. Zack, da ist unser Wagen, da ist unser Wagen. Ja gut, 4 ist jetzt nicht. Okay, hier haben wir einen, das hat uns wesentlich weitergebracht. Hier ebenfalls. Hier gehen wir auf 506 hoch. Auch das ist eine gewaltige Verbesserung. Wir haben noch keine Reifen. Das ist echt kacke. Ich würde tatsächlich sagen, wir machen noch 2, 3. Wir brauchen Reifen, Leute. Also, das geht gar nicht, ja. Mit diesen Reifen kommen wir auf keinen Grünzweig. Das könnt ihr komplett knicken. Bitte einen Satz Reifen. Dann können wir das Summit-Event direkt nochmal probieren. Na komm, lief mir Reifen. Na, also ihr seht, auch in dem Fall an den Ausrüstungsteilen hat sich jetzt tatsächlich doch schon ein wenig getan. Wir haben den Wagen in vielen Bereichen doch schon etliche Punkte verbessert. Wir haben zwar noch nicht alle, besonders Reifen. Wir brauchen Reifen, gerade bei Rallye hier. Ganz wichtig, Leute. Also ganz, 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 ganz wichtig. Ansonsten, ihr wisst, um was es geht, ja, auch wenn wir das jetzt hier nicht erfolgreich abschließen in dieser Episode, könnt ihr es ja in aller Ruhe selbst machen, na, ihr farmt einfach weiter, bis ihr die entsprechenden Reifen findet, ja, und dann rockt.
ihr das Event, Leute. Ja, sind zwar alles keine Ergebnisse wie mit Wagen, die komplett mit Goldteilen ausgestattet sind. Ne? Das brauchen wir, glaube ich, nicht zu erwähnen. Wie gesagt, darum geht es hier gar nicht. Es geht einfach darum, euch zu zeigen, für die Leute, die eben nicht vorwärts kommen, wie man das Problem denn lösen kann. Nämlich so. So, ihr Lieben, jetzt gucken wir mal. Ja, sehr schön. Auch hier haben wir uns nochmal verbessert. Auch hier haben wir uns nochmal verbessert. Also ihr seht, es bringt tatsächlich was, Leute. Und wir haben hier unsere Reifen. Super, Leute. Ich würde sagen, dann hören wir hier auch auf mit der Farmerei und gehen direkt wieder zu den Aktivitäten, zu unserem Summit Contest und starten nochmal in das entsprechende Rennen rein. Ja. In der Hoffnung, dass wir jetzt einfach ein bisschen besser zurechtkommen. So. Na komm, zeig mal, was du unter der Haube hast. Wir starten auf der 7. Position in diesem Durchgang. So. Na Junge, du willst mich doch jetzt wieder nur rumschubsen, oder? Das weiß ich doch schon, ich kenne dich doch. Ich kenne doch meine Pappenheimer hier. Die nur Unfug in der Birne haben. So. Ui, ui, ui. Lilo, Tiffy. Die ist jetzt... Ah, okay, das war ja fast Glück. Also gut gelaufen, ne? Ist jetzt nicht der Brüllerwagen durch dieses Tuning, aber auch in dem Fall wieder, ich denke, das seht ihr direkt auf Anhieb schon merklich besser als vorher. Also merklich besser, ja. Der Unterschied ist gewaltig, meine Lieben. Ja. Also auch hier seht ihr, es macht tatsächlich absolut Sinn, das Ganze, ja. Ja, ganz egal davon, auch hier sage ich das gleiche nochmal, an welcher Position wir jetzt dieses Rennen abschließen. Ich glaube, was ich euch damit zeigen will, ist klar geworden, dass es auf jeden Fall ganz wichtig ist, euch hier die Tuning-Teile zu holen. Ja, das war ja mal fast ein Hundssprung, oder? Mit diesen Drehereien in der Luft. Ich weiß zwar nicht, wie man das Auto in der Luft dreht, ohne irgendwelchen Landkontakt, aber ist egal. Wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. So hin, wie es passiert ist. Na, also ihr seht, wir sind hier konstant auf besseren Positionen. Und auch wenn wir mal nicht mehr auf der besseren Position sind, sind wir in der Lage, wieder aufzuholen, einfach weil das Fahrzeug wesentlich leistungsfähiger ist jetzt, ja, durch die Tuning-Teile. Der ist zwar, hat zwar immer noch ein Straßenverhalten wie eine Wildsau, aber egal, ja. Wie gesagt, in dem Fall reicht uns das tatsächlich nicht, um auf einen grünen Zweig zu kommen, aber die Idee dahinter ist klar, einfach noch ein bisschen weiterfahren. Genau das werde ich nämlich im Anschluss auch noch machen, da muss ich euch gar nicht mit langweilen. Ihr habt die Idee dahinter verstanden, ihr habt die Idee dahinter erkannt. Okay, diesmal waren wir 7. Ich werde noch so 20, 30 Durchgänge machen, einfach um den Wagen noch ein bisschen weiter zu tunen. Und dann bin ich mir absolut sicher, dass ich auch mit dem Wagen problemlos dieses Event abschließen werde. Ja? Ja, ihr Lieben, ansonsten auch an der Stelle, ich bedanke mich wieder für das Dabeisein, fürs Zuschauen. Würde mich freuen über einen Daumen hoch, wenn ihr meinen Content liked, ja. Ansonsten, ja, haut mir gerne auf die Glocke, lasst mir ein Abo da. Ansonsten bleibt gesund, fahrt vorsichtig und wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao, ciao.